Ja, also Biodeutsch ist, glaube ich, eher ein relativ neuer Begriff. Ich selbst musste da erstmal an so eine Ökospießer denken, die nur beim Biomarkt einkaufen und Yoga machen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, jetzt unabhängig von der Assoziation, die wir haben bei so einem neuen Begriff, ist es, glaube ich, wichtiger darauf zu achten, wie er eigentlich verwendet wird. Und ich glaube jetzt zum Beispiel Nafri, der Begriff Nafri, ist, glaube ich, ein ganz prominentes Beispiel. Also das ist ja also eigentlich eine Abkürzung für Nordafrikaner, die man so noch nicht wirklich kannte, die Abkürzung. Und die nordrhein-westfälische Polizei hat ihn verwendet, um potenzielle Sexualstraftäter, die nordafrikanisch aussehen, zu bezeichnen. Und damit haben sie den Begriff quasi eingeführt. Und obwohl jetzt in einer Abkürzung von Nafri nicht Sexualstraftäter drin steckt, ist das, glaube ich, da auch nicht mehr wegzukriegen. Also ich glaube, die haben in dieser Verwendung von dem Begriff, haben sie eigentlich diesen eigentlich, also sie haben eigentlich den Rassismus da mehr oder weniger eingraviert, indem sie es in diesem Kontext verwendet haben. Und das ist, glaube ich, so noch nicht bei Biodeutsch passiert. Also einerseits hat, glaube ich, Cem Özdemir den Begriff verwendet, um auf irgendwie weiße Privilegien hinzuweisen oder sowas. Aber die AfD hat ihn eben auch verwendet. Und ich glaube, das ist ziemlich interessant, weil ich glaube, der passt auch sehr gut auf eine Art und Weise zu der rhetorischen und semantischen Strategie von der AfD. Weil es der AfD ja eigentlich darum geht, so einen, naja, wirklich menschenverachtenden rassistischen Diskurs einzuführen. So, und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn es nicht den Anschein erweckt, als ob das tatsächlich ihre Absicht ist. Und deshalb ist es, glaube ich, für die ganz nützlich, wenn sie einfach Biodeutsch sagen, anstatt das, was sie eigentlich meinen, nämlich reinrassig Deutsch. So. Und ich glaube, ja, also es könnte in beide Richtungen gehen oder in alles Mögliche könnte noch irgendwie mit dem Begriff passieren. Aber ich glaube, der wirklich interessante Diskurs, der sich dahinter verbirgt, der viel wichtiger ist, bei dem geht es ja um das Wort Rasse im Grundgesetz. Also Ende letzten Jahres gab es da schon Bemühungen, diesen Begriff zu ersetzen. Und der Gedanke dahinter liegt ja eigentlich daran, dass der Begriff Rasse entstammt einer Pseudowissenschaft, die eine menschenverachtende Herrschaftsform hervorgebracht hat, nämlich den Rassismus. Und manche Leute glauben, dass wenn wir den Begriff Rasse verwenden, wir eigentlich dieser Pseudowissenschaft zusprechen, als ob an ihr wirklich was, als ob es wirklich stimmen würde. Kann man so sehen. Aber deshalb soll der Begriff ja eben ersetzt werden und er soll eben ersetzt und statt abgeschaffen werden, weil diese Pseudowissenschaft und auch die entsprechende Herrschaftsform auch eine politische und historische Realität nach sich gezogen hat. Also das hatte Konsequenzen, dass es den Rassismus gab und auch die Kolonialzeit und so weiter. Und diese Konsequenzen sind immer noch spürbar und deshalb brauchen wir eigentlich Begriffe, um sie benennen zu können, aber ohne um sie in ihren Ursprung zu bestätigen, also im Ursprung im Sinne von die Rassenlehre. Und das ist, glaube ich, die wahrhaft interessante Diskussion, die hinter Biodeutsch liegt. Und keine Ahnung, ob Biodeutsch da irgendwie, ob das Sinn macht, da, ob das nützlicher Begriff wird in dem Kontext, aber werden wir irgendwie sehen. Also, Dankeschön.